Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute erklären, wie man die Extrema und Sattelpunkte von einer mehrdimensionalen Funktion bestimmen kann. Und wir gehen jetzt zusammen kleinschrittig das Verfahren durch. Das allererste, was wir hier brauchen, sind die sogenannten Partiziellenableitungen oder auch den Gradienten. Die Vokabel ist das gleiche. Das heißt, wir müssen jetzt einmal diese Funktion nehmen, f, und sie einmal nach x ableiten. Das bedeutet auch das x, das da unten steht. Und jetzt haben wir dann x hoch 3 abgeleitet sind 3x Quadrat. Achtet dann darauf, dass alle anderen Buchstaben, die nicht das x sind, wie Konstanten behandelt werden. Das heißt, die Ableitung von 12x ist 12 und das y müssen wir laut der Faktorregel dann mitschleifen. Minus 12y. Und hier, was passiert mit dem 8y hoch 3, wenn wir es nach x ableiten? Das fällt komplett weg. Als nächstes machen wir die Ableitung nach y, also fy. Dann fällt der erste Teil komplett weg, weil er gar kein y hat. Hier haben wir im Endeffekt nur noch stehen minus 12x plus 3 mal 8 sind 24y². Also erster Schritt im Schema war, den Gradienten zu bilden. Das sind diese beiden Dinger hier. Und als nächstes nehmen wir jetzt diese beiden Ausdrücke und setzen sie gleich 0. Also haben wir 3x² minus 12y gleich 0. Und wir haben einmal minus 12x plus 24y² gleich 0. Jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten, wie man an die Gleichung rangehen kann. Und das ist auch bei den meisten Aufgaben immer verschieden, was für ein System hier entsteht. Hier wird es sich lohnen, Einsetzungsverfahren zu machen. Das heißt, wir nehmen eine von den Gleichungen, lösen sie dann nach x oder y auf und setzen das dann in die andere Gleichung wieder ein. Am einfachsten ist es, wenn wir das einfach hier drüben machen. Dann haben wir hier 3x² ist 12y geteilt durch 12. Und dann haben wir im Endeffekt ein Viertel x² ist y. Wir nehmen jetzt im Endeffekt den Wert, den wir hier rausbekommen haben, und setzen den dann da drüben in die andere Gleichung wieder ein. Dann haben wir jetzt hier drüben im nächsten Schritt stehen minus 12x plus 24. Und wir machen es jetzt mal noch mit einer Sicherheitsklammer, dass wir auch ja keinen Fehler machen. Mal ein Viertel x² zum Quadrat. Die Klammer ist deswegen wichtig, weil wir alles da drin quadrieren müssen. Also hätten wir dann minus 12x plus 24 mal, Achtung, ein Sechzehntel, jetzt kommt's, x hoch 4, weil x Quadrat Quadrat ist x hoch 4. Dann können wir das jetzt im Endeffekt hier noch ein bisschen weiter verhübschen. Dann haben wir dann da stehen, minus 12x. Plus 24 Sechzehntel kann man dann nochmal kürzen auf 3 halbe. X hoch 4 gleich 0. Jetzt können wir hier im Endeffekt noch ein x ausklammern. Lohnt sich jetzt hier, weil hier und hier jeweils ein x steht. Dann haben wir hier stehen minus 12 plus 3 halbe x hoch 3 gleich 0. Und hier können wir jetzt ein Nullprodukt machen, das heißt, wir nehmen den linken und den rechten Teil und setzen es separat gleich 0. Das ist so ein häufiger Trick, den man bei diesen Dingern hier braucht. Geht aber halt nur, wenn man wirklich was ausklammern kann. Also haben wir einmal x gleich 0 und einmal die Gleichung minus 12 plus 3 halbe x hoch 3 gleich 0.
Hier machen wir plus 12. Dann haben wir das. Dann machen wir geteilt durch 3 halb, aber das heißt dann auch mit dem k-Wert zu multiplizieren. Dann haben wir x hoch 3 ist 12 mal 2 Drittel. Hier können wir großzügig kürzen. Nämlich die 12 und die 3. Dann haben wir im Endeffekt noch dastehen. 12 durch 3 ist 4. 4 mal 2 ist 8. Also ist x hoch 3 ist 8. Jetzt können wir die dritte Wurzel ziehen. Und dann haben wir im Endeffekt x gleich 2 raus. Jetzt müssen wir eine Kleinigkeit mitbedenken. Wird häufig falsch gemacht bei den Aufgaben, deswegen habe ich das Beispiel jetzt auch gewählt. Wir müssen das jetzt ja im Endeffekt wieder hier oben rückeinsetzen. Und der wichtige Teil ist, das müssen wir für den Wert tun und für den Wert hier tun. Also das heißt jetzt konkret, setzen Sie die richtigen Lösungspärchen zusammen. Das ist der wichtige Zusammenhang. Also wir gucken uns einmal an, wie das aussieht für x gleich 0. Haben wir im Endeffekt da stehen, ein Viertel 0 Quadrat ist y. Also in diesem Beispiel ist dann y gleich 0. Also haben wir ein Pärchen und jetzt haben wir, sagen wir, das ist ein kritischer Punkt bei. Und jetzt haben wir hier x und y Wert, nicht vergessen, 0, 0. Das gleiche müssen wir jetzt noch hier für die 2 machen. Also für x gleich 2 haben wir ein Viertel mal 2 Quadrat ist y, ist ein Viertel mal 4. Also ist y gleich 1. Also haben wir den nächsten kritischen Punkt bei 2 und 1. Das erkläre ich deswegen. Manchmal ist der Aufgabenstellung nur verlangt, nur die kritischen Punkte zu machen. Kritische Punkte sind dann nur die Punkte, wo der Gradient, dass es das hier gleich 0 ergibt. Wir sollen aber sowohl bestimmen, ob das Extrema, also Hoch- und Tiefpunkte sind und Sattelpunkte sind. Also ist jetzt noch ein Schritt mehr zu tun. Und für diesen einen Schritt mehr, dazu kommen wir jetzt. Als nächstes wollen wir jetzt zuordnen, ob diese kritischen oder auch stationären Punkte, beide Vokabeln bedeuten das gleiche, deswegen gebe ich es euch, Minimum, Maximum oder Sattelpunkt sind. Und dazu brauchen wir jetzt die sogenannte Hesse-Matrix. Die Hesse-Matrix besteht jetzt aber aus höheren Ableitungen. Also gehen wir jetzt hin und tun diese Ausdrücke weiter ableiten. Also einmal nach x, einmal nach y. Und das machen wir jetzt von jedem von den beiden hier. Also wenn wir es zweimal nach x ableiten, muss diesen Ausdruck nochmal nach x ableiten. Dann fällt das weg und hier haben wir dann 6x stehen. Wenn wir diesen Ausdruck hier nach y ableiten, haben wir minus 12. Dann haben wir im Endeffekt fxy ist minus 12. Wenn wir diesen Ausdruck jetzt nach x ableiten, das wäre ja wieder die Richtung nach rechts, schreiben wir das am besten noch dazu. Dann haben wir minus 12 und das muss auch so sein, weil hier die beiden Richtungen müssen immer das gleiche ergeben zur Kontrolle. Wenn es nicht so ist, habt ihr euch nämlich verrechnet. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal nach y ableiten, also haben wir im Endeffekt 48y da stehen und das ist dann fyy. Das sind dann 48y. Das heißt, wir können uns jetzt die ganze Hesse-Matrix einmal hinschreiben in unserem Kontext. Sieht dann nämlich so aus. Dann haben wir einmal 6x minus 12 minus 12. Hier und hier muss das Gleiche stehen. Und 48y. Und jetzt gehen wir im Endeffekt hin und setzen jeden von den einzelnen Punkten in dieser Hesse-Matrix ein. Und gucken dann, wie die Matrix aussieht, die da rauskommt. Und wir machen das Ganze jetzt erstmal für den Punkt 0, 0. Dann schreiben wir für den Korrektor jetzt auch hin, dass wir machen H von F, das ist die Hesse-Matrix, an der Stelle 0, 0. Das heißt für x0 und für y0 einsetzen. Das heißt, wir haben dann hier stehen 6 mal 0
Minus 12, minus 12, 48 mal 0, das rechnen wir dann natürlich auch aus. Dann haben wir 0, minus 12, minus 12 und nochmal eine 0. So, von dieser Matrix machen wir jetzt zwei Dinge. Wir rechnen einmal die Determinante davon aus. Das ist dann die Determinante von HF an der Stelle 0, 0, das ist dann 0 mal 0 minus 12 mal minus 12. Sind 144, mit einem Minus sind minus 144. Und wir markieren uns hinterher noch diesen Wert hier oben, der ist auch nochmal wichtig. Der heißt dann aber auch fxx an der Stelle 0, 0, dass wir es uns korrekt hingeschrieben haben, ist 0. Und mit diesen beiden Werten kann ich es jetzt tatsächlich zuordnen. Wir gucken uns jetzt einmal das System an, das wir zur Zuordnung brauchen. Das können wir hier nämlich häufiger verwenden. Folglich nenne ich den roten Wert d und den grünen Wert nennen wir w. Wir gucken uns jetzt immer zuerst den Wert d, die Determinante, an. Ist die positiv, negativ oder gleich 0? In unserem Beispiel sehe ich, die Determinante ist negativ. Also kann ich jetzt gleich hinschreiben, da Determinante HF 0, 0 gleich minus 144 kleiner 0, also negativ, folgt, wir haben einen Sattelpunkt bei, und hier nehmen wir den Punkt 0 und 0. Wenn wir jetzt den z-Wert davon auch ausrechnen sollen, weil Achtung zur Wiederholung, wir sind jetzt gerade im dreidimensionalen Bereich, müssen wir diese beiden Werte in die Grundfunktion einsetzen und das z ausrechnen. Hier habe ich euch gerade nochmal die Grundfunktion hergezaubert, das heißt, wenn wir jetzt hier für x 0 und für y auch 0 einsetzen, dann ist das 0, minus 0, plus 0. Also wäre in diesem konkreten Beispiel unser z-Wert auch 0. Ist nicht immer so, deswegen im Zweifelsfall rechnet das lieber nochmal schriftlich nach. Nur zur Erklärung, wie man dann hier auf den letzten Wert kommt. Jetzt exerzieren wir die ganze Geschichte nochmal durch für den zweiten kritischen Punkt, den wir hatten. Also bestimmen wir HF an der Stelle 2, 1. Das heißt, wir müssen jetzt für x 2 und für y 1 einsetzen. Es lohnt sich immer, das gerade mal drüber zu schreiben. Macht es in der Klausur für einen ein bisschen einfacher. Dann habt ihr hier 6 mal 2 minus 12 minus 12 und 48 mal 1. Dann sind das 12. Minus 12, minus 12 und 48. Jetzt gehen wir wieder hin und berechnen wieder einmal die Determinante davon. Und das ist jetzt in diesem Beispiel 12 mal 48 minus, minus 12. Minus 12, dann sind das wieder die minus 144. Und hier müssen wir rechnen, im Endeffekt 12 mal 48 sind 480 plus 96, 400, 576. Dann müssen wir 576 minus der 144 rechnen. Das sind dann 432. Und wir gucken uns da noch den Wert links oben an. Und jetzt können wir im Endeffekt wieder dieses ganze Ding hier durchexerzieren. Gucken wir uns wieder zuerst an, was das d tut. Das d ist positiv. Jetzt gucke ich mir als nächstes noch an, was das W tut, also dieser Wert.
Doch, W ist auch positiv. Also biegen wir hier ab und hier ab. Also ist da jetzt ein Minimum an dieser Stelle. Also schreiben wir hin, da d größer 0. Und dieser Wert heißt ja wieder fxx an der Stelle. 2, 1. Größer 0. Folgt. Wir haben ein Minimum an der Stelle 2 und 1. Und wenn wir jetzt wieder den z-Wert haben wollen, müssen wir es wieder hier unten einsetzen. Gönnen wir uns dafür eine kleine Nebenrechnung. Das sind 2 hoch 3 minus 12 mal 2 mal 1 plus 8 mal 1 hoch 3 sind plus 8. Das sind dann 8 plus 8 sind schon mal 16. 16 minus 24 sind minus 8. Und damit sind wir dann im Endeffekt fertig und haben das Ganze durchexerziert. Wo ihr jetzt ein bisschen aufpassen müsst an der Stelle ist, dieses Verfahren geht nicht immer zwingend. Weil zum Beispiel, wenn jetzt hier Determinante gleich 0 ist, dann ist keine Aussage möglich. In diesem Beispiel müsstet ihr dann zwingend die Eigenwerte dieser Matrix berechnen. Dazu werde ich aber noch bei Gelegenheit ein separates Video hochladen. Würde ich aber auch nur dann machen, wenn es zwingend notwendig ist, weil die Eigenwerteberechnerei frisst Zeit. Also das ist der kürzere Weg, wenn euer Tutor sagt, dass ihr das nehmen dürft oder es nicht andersweitig vorgeschrieben ist, also dass ihr es zwingend über die Eigenwerte machen müsst, ist dieser Weg hier eigentlich der schnellste. Wie immer an der Stelle hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war und du was lernen konntest. Das habe ich gerne gemacht. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der gerade am gleichen Problem hockt wie du auch und dem das hilfreich sein könnte, kannst du das Video auch wirklich gerne teilen. Wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu lernen, habe ich dir hier oben noch ein weiteres Video verlinkt, wo du gucken kannst. Oder wenn du das toll findest, was du machst und Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Und wie immer, bleib am Ball, glaub an dich, du kannst das alles.